Bonjour, Monsieur Dom, c'est un sacre de la chorale profane. Ich lese die Anleitung für mein Elektrofahrrad auf Deutsch, Englisch und Französisch vor. Und zum Titel muss man sagen, mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcastes, Un sacre de la chorale profane, ist Altfranzösisch. So, im Teil Hinweise zu Elektrik und Elektronik bin ich angekommen bei Ladegerät. Ladegerät. Verwenden Sie nur originale oder vom Hersteller freigegebene Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegerät nur in trockenen Räumen und decken Sie es im Betrieb nicht ab. Ansonsten besteht die Gefahr eines Kurzschlusses bzw. Brandgefahr. Wenn Sie das Ladegerät reinigen, ziehen Sie vorher immer den Stecker aus der Steckdose. Beachten Sie die Hinweise auf dem Ladegerät, bevor Sie anfangen, den Akku aufzuladen. Beachten Sie, dass bei einem plötzlichen Temperaturwechsel von kalt nach warm an dem Akku Kondens... Da fehlt ein bisschen was. An den Akku Kondenswasser bilden kann, sich an dem Akku Kondenswasser bilden kann, wäre richtig, steht aber nicht da. Vermeiden Sie das, indem Sie den Akku dort lagern, wo Sie ihn aufladen. Vermeiden Sie das, indem Sie den Akku dort lagern, wo Sie ihn aufladen. Verwenden Sie zum Laden nur das mitgelieferte oder ein von uns zugelassenes Ladegerät, da sonst Brandgefahr besteht. So, es geht dann weiter mit Wartung und Pflege. Heute ein bisschen später dran als sonst, deshalb wird es kürzer. Jetzt auf Englisch. Charger. Instruction about electrics and electronics. Charger. Charger. Only use the charger that came with your bike or one from the same manufacturer. Use the charger only in dry areas and do not cover it during operation. It could otherwise short circuit or cause fire. When cleaning the charger, always unplug the charger from the power outlet first. Read the instructions on the charger before you start charging the battery. Note: sudden temperature changes can cause condensation to form on the battery. Avoid this by storing the can cause condensation on the battery. This is no cause is a verb. You don't need two verbs in one sentence. Avoid this by storing the battery in the same place where it is charged. You only use a supplied cable or a charging device approved by us to charge your pedal leg. Otherwise, there is a risk of fire. Yes. Maintenance and care is the next point. So. Wenn ich jetzt Französisch vorlese, werde ich die Sprachfehler bei Ladegerät nicht korrigieren. Das ist der französische Text. Chargeur. N'utilisez que le chargeur d'origine recommandé par le fabricant. Il ne faut utiliser le chargeur que dans des locaux C et ne pas le couvrir en cours de charge. Il y a sinon un risque de court-circuit voire d'incendie. Il faut toujours débrancher le chargeur avant de le nettoyer. Il faut prendre connaissance des indications portées sur le chargeur avant de commencer à charger la batterie. Attention, en cas de changement de température brusque du froid au chaud, il peut se former de la condensation
Mein Hobby ist Elf, Französisch. Ils peuvent se former de la condensation à l'intérieur de la batterie. Cela peut être évité en gardant la batterie là où on la recharge. L'utiliser pour la recharge que le chargeur fournit avec la batterie ou un chargeur conçu pour elle, faute de quoi on court un risque d'incendie. So, mit Blick auf mein Hobby Altfranzösisch kriege ich bei dieser Bedienungsanleitung auf Französisch gute Laune. Mit guter Laune kann ich dann die heutige Folge des Podcasts schließen. Tschüss.